Vielen Dank, Patans, einander begleiten. Das ist so die einfachste Beschreibung, die ich mir vorstelle für das, was wir tun, wenn wir tanzen. Und Sie kennen das vielleicht aus dem eigenen Leben, aus einem Spaziergang vielleicht oder einem Gespräch. Die Musik war aus der Kategorie Salsa. Dieses Lied speziell aus Kolumbien mit dem Titel Salsa Explosion. Die Salsa-Szene in Karlsruhe ist eine sehr große Familie. Sie hat mich sehr stark geprägt. Es sind hier auch Leute im Publikum, von denen ich viel gelernt habe. Vielen Dank. Warum sind wir hier? Was ist an unserem Tanzen besonders? Tanzen und Gleichberechtigung. Sie wurden schon durch die anderen Talks ein bisschen eingestimmt. Ich möchte gerne eine mutige Behauptung aufstellen. Und zwar, dass unser Tanzen charakteristischer Paartanz ist mit gleichberechtigter Entscheidungsfreiheit. Warum ist das eine mutige Aussage? Na gut, schauen Sie mal, so groß wie die ist, die passt ja kaum auf dem Bildschirm. Zum anderen, diese Aussage steht im Widerspruch zu einer zweiten mutigen Aussage, nämlich dass es charakteristischen Patterns mit gleichberechtigter Entscheidungsfreiheit nicht gibt. Niemand mag gern Widersprüche, nicht wahr? Deswegen möchte ich den, den gern auch ein bisschen, äh, gleich auflösen. Was es nicht gibt, ist Unterricht für charakteristischen Patterns. Mit gleichberechtigter Entscheidungsfreiheit. Die Welt des Tanzens ist sehr vielfältig. Als ich vor 25 Jahren meinen ersten Tanzkurs besucht habe, das war ja, ein ganz normaler Gesellschaftstanzkurs. Das ist auch das, was ich meine mit charakteristischem Tanzen, ist das, was wir in einem Tanzkurs lernen, die tänzerischen Inhalte. Standard und Latein kennen Sie vielleicht, Walzer, Tango, Cha-Cha, Samba. Ich hatte die Gelegenheit, in Brasilien Samba kennenzulernen. Und das war mein erster Blick in die Vielfalt des Tanzens. Samba ist nicht gleich Samba überall. Irina hat das Tanzen aus einer eher professionellen und künstlerischen Perspektive kennengelernt. Sie kam zum Paartanz im Bereich des Tanzsports, im Bereich des Standards und Lateins, ungefähr zu der Zeit, als ich nach einer längeren Pause hier in Karlsruhe mal wieder zum Tanzen gekommen bin, unter anderem hier am AKK, Arbeitskreis Kultur und Kommunikation, gibt es einen Tanzkurs regelmäßig, und eben in der Salsa-Szene in Karlsruhe. Diese Welt ist an sich auch sehr groß. Salsa ist nicht nur Salsa. Auch der Tango ist nicht gleich Tango überall. Der argentinische Tango zeigt uns die Vielfalt des Tanzens, wenn wir sie nur, sage ich mal, im Tanzkurs kennengelernt haben. Es gibt Paartänze und es gibt Gruppentänze. Das ist auch ein sehr schönes Erlebnis, vor allem aus dem Bereich der Salsa-Welt sind... Gruppentänze sehr populär, wo eben mehrere Paare miteinander tanzen. Die Welt des Tanzens hat sich für mich weiterentwickelt. Die Salsa-Welt wurde zur Latino-Welt, es kamen noch andere Bereiche hinzu. Die Welt des Standards und Lateins wurde zur Welt der Zehn Tänze. Wir haben die Welt der Swing-Tänze kennengelernt und den populären Discofox. Während meiner Trainerausbildung hatte ich die Gelegenheit, noch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinauszuschauen, in die Welt der New Vogue-Tänze, in Australien speziell, und später auch den American Smooth and Rhythm, eine ganz andere Art zu tanzen, zu derselben Musik, die wir sie kennen. Die Vielfalt des Tanzens ist sehr groß. Wir haben eine gleiche Struktur überall. Das ist das, was ich lernen konnte. Und die Struktur besteht darin, dass immer einer bestimmt, was passiert. Ich möchte das gerne demonstrieren. Zunächst einmal, was lernen wir im Tanzen? Wir haben eine kleine Folge vorbereitet. Wir tanzen die einfach mal vor. Ja, das ist eine sogenannte Tanzfolge. Die beginnt und die hört auf. Man kann sie wiederholen. Tanzfolgen kann man untergliedern in Tanzfiguren. Ja, das sind kleinere Elemente. Oder Tanzbewegungen, man kann diese Struktur noch weiter vertiefen. Tanzfiguren werden üblicherweise angesagt. Ja? Sollen wir das mal kurz demonstrieren? Wie wir miteinander tanzen. Ja. Ich hätte gerne einen Platzwechsel gemacht. Ich mache Platz, die Dame geht drüber. Ich hätte gerne eine Unterarmdrehung. Ich werde mich drehen. Ich möchte, dass du dich drehst. Wir machen nochmal einen Platzwechsel und dann machen wir etwas Chaka. <laughs> Dankeschön. Die Figuren werden angesagt. Es gibt immer nur einen, der entscheiden kann, was als nächstes kommt. Als ich vor 25 Jahren angefangen habe zu tanzen, hatten wir eine feste Tanzfolge und der Tanzlehrer sagte, wann es losgeht. In der Salsa-Welt habe ich kennengelernt, ja, man kann Figuren flexibel miteinander kombinieren. Wer sagt, was als nächstes kommt? Ja, üblicherweise ich. In den Gruppentänzen gibt es auch einen Ansager, der sagt, welche Figur als nächstes kommt. Welche Figur als nächstes kommt, bestimmt üblicherweise der Mann. ja, im Partners für der mann, sagt man. was wir tun ist, wir lernen tanzen. wir lernen beide tanzen. das bedeutet bezug aufzubauen zur musik mit unserer bewegung. wir lernen beide kommunikation. wir lernen einander zu beobachten. wir lernen einander mitzuteilen, was wir als nächstes machen möchten. wir lernen zu verstehen was wir sehen. Die, wir lernen zu prüfen, ob die Kommunikation funktioniert. Führen und folgen bedeutet überprüfen, ob die Kommunikation funktioniert. Und dieses Überprüfen, das lernt hauptsächlich der Mann. Der Mann ist derjenige, der lernt, seine Fantasie zu benutzen, um die Vielfalt des Tanzens zu erzeugen. Er ist derjenige, der sich die Dinge einfallen lässt. Sie kommuniziert und dann führen wir sie zusammen aus, weil sie versteht, was ich kommuniziere. Das ist eine sehr effiziente Lernmethode. Es ist nun so, dass wir dann auch im Fortgeschrittenen tanzen wenn wir von diesen prüfungsfiguren sozusagen weggehen und beginnen unser eigenes tanzen zu erschaffen, ja, das heißt, aus der situation heraus uns etwas einfallen zu lassen, was es vorher nicht gab. wir behalten dieses denken bei. Ja, das heißt, meine pflicht ist es, sich etwas einfallen zu lassen, es zu kommunizieren, so dass sie es versteht, so dass wir es zusammen ausführen können. das hatte ich ein bisschen für ungleich verteilt, um ehrlich zu sein. ich schaffe gerne unser gemeinsames tanzen, dieses neue, das es vorher nicht gab. das macht mir wirklich spaß. ich habe dabei eine interessante beobachtung gemacht und ein kleines Risiko gewagt. Hast du Lust, was auszuprobieren? <laughs> ich habe beobachtet, eigentlich, wenn ich dir Platz mache, du kannst selbst entscheiden, ob du auf die andere Seite gehst oder ob du stehen bleibst. Wenn du dich drehen möchtest, dann dreh dich unabhängig davon ob ich mich drehe oder nicht ja auch wenn du von der anderen Seite wieder rüber gehst auf die Seite kannst du auch entscheiden gehst du rüber bleibst du stehen ja meine partnerin kennt diese welt sie ist auch in dieser welt aufgewachsen sie hat ihre eigenen ideen sie kann ihre ideen selbst in die welt setzen wenn ich es ihr erlaube ja Sollen wir das mal kurz probieren? Also gut. Die Notwendigkeit besteht nicht für unser grundlegendes Tanzen, dass einer bestimmt, was insgesamt passiert. Wir können zulassen, dass die Vielfalt des Tanzens dadurch entsteht, dass wir unsere Charakteristik miteinander kombinieren. Ich möchte gern ein Unterrichtskonzept in Aussicht stellen, das die Freiheit die individuelle Entscheidungsfreiheit von vorn an in Aussicht stellt. Im Paartanz führt der Mann nicht, er tanzt mit seiner Partnerin. Die Dame folgt nicht im Paartanz, sie tanzt mit ihrem Partner. Das was wir tun ist einander zu begleiten. tanzend Warum brauchen wir individuelle Freiheit? Tanzen ist Bewegung mit Bezug zu Musik. Die Bewegung an sich ist aber nur ein Mittel zum Zweck. Worum es im Tanzen eigentlich wirklich geht, ist Emotion. weil es hier nicht darum geht, welche Figur als nächstes kommt, weil es das Gefühl ist, das uns bewegt, weil es Gefühl ist, das uns miteinander verbindet. Vielen Dank.